Unsere liebe Tante Melinda hatte ein langes und erfülltes Leben, das ihr wenig Zeit für Privates gelassen hat. Ihr verdanken wir es, dass wir heute in geordnetem Rahmen arbeiten können, dass viele der Denkmäler des Burgenlandes wundervoll hergerichtet sind und viele Mitarbeiter, Partnerfirmen, Gemeinden und Beteiligte sichere Arbeitsplätze haben, schöne Aufgaben wahrnehmen können und gemeinsam positiv in die Zukunft blicken dürfen. Sie hat uns allen auf ihre liebenswürdige Art und Weise schließlich ein geordnetes Haus überlassen. Wir sind sicher, liebe Melinda, du blickst jetzt mit einem frohen Wesen auf uns herab. Ich kann dir versprechen, wir wollen dir alle noch lange viel Freude bereiten. Wir werden deine Erinnerung in Dankbarkeit und Liebe in uns tragen. Werte Trauergemeinde, das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen der Mitmenschen, meinte einst Albert Schweitzer. Melinda Esterházy war glaubwürdig, sie konnte zusammenführen und versöhnen. Sie hat Tugenden verkörpert, vor denen man Respekt haben musste, und sie hat Worte gefunden und Handlungen gesetzt, die das Ansehen der Esterházys befördert und die Öffnung des Fürstenhauses hin zu den Menschen, zur Bevölkerung initiiert haben. Wenn die Seligpreisungen des Evangeliums für jeden Menschen wahr sind, und daran glauben wir als Christen fest, dann muss es in der ewigen Heimat für die Fürstin Melinda Esterházy, die Prima Ballerina Assoluta, eine eigene Ballettbühne geben, mit Gott als Publikum. Liebe Fürstin Melinda, tanzen Sie nun als Mensch und als Christ zu Gott in den Himmel hinein. Amen.